Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir sind in Markat. Wir haben den Mord an Margret untersucht und wollen jetzt Eldris, unserem Auftraggeber, Bericht erstatten. Bevor wir hier rein in den Tempel, da ist er nämlich. Jawohl. Dann gehen wir mal rein. Wir hatten euch gewarnt, aber ihr musstet ja losziehen und Ärger machen. Jetzt müssen wir euch all diese aktuellen Mordfälle anlasten. Zeugen zum Schweigen bringen. Jede Menge Arbeit. Och, ihr Armer. Könnt einem ja richtig leid tun, ha? Was ist mit Eldris passiert? Das, was wir mit allen Einwohnern machen, die hier etwas verändern wollen. Wir hatten ein nettes kleines Abkommen zwischen Tona und Mardanach, bis ihr und Eldris angefangen habt, herumzuschnüffeln. Nun, ihr wolltet doch herausfinden, wer für die Morde verantwortlich ist. Dann freut euch, zusammen mit dem Lumpenkönig jede Menge Zeit in der Sidna-Mine verbringen zu dürfen. Schön. Wie nett. Ja, das habe ich schon mal versucht. Das klappt nicht. Ihr werdet das Sonnenlicht nie wiedersehen, hört ihr? Niemand entkommt aus der Sidna-Mine. Niemand. Ja, wenn man sich hier wehrt, dann hat man alle... Okay. Alle Wachen im ganzen Land gegen sich. Augen geradeaus. Ihr seid jetzt in der Sidna-Mine. Und wir erwarten, dass ihr euch euren Lebensunterhalt verdient. In diesem Gefängnis wird keine ruhige Kugel in der Zelle geschoben. Hier arbeitet ihr. So lange, bis euch die Silberbarren aus den Ohren herauskommen. Verstanden? Wir brauchen jetzt fragen, wann komme ich hier raus? Tut mir leid, ich höre auf diesem Orden nicht so. Los, nicht vorlaut werden. Ich habe hier das Sagen. Wenn ihr so weitermacht, lasse ich euch die Zehen abschneiden. Aua. In Ordnung, macht sie auf. Jetzt ihr da. Runter kann mit euch. Kann man nur so brutal sein? Zehen abschneiden. Was hast du erwartet? Ich meine, offiziell sind wir ja auf jeden Fall ein gesuchter Mörder. Das in Ordnung ist. Wer bist Was du denn? Was habt ihr im Sinn, Jungblut? Nichts. Ich bin unschuldig. Unschuldig? Das war ich auch, jedenfalls beim ersten Mal. Die anderen Morde habe ich aber begangen. Mein Ratschlag? Arbeitet an der Spitzhacke und verschwindet. Ihr wollt doch nicht wegen einer Flasche Skoma ein Messer in den Bauch bekommen. Ein Messer? Ein kleines Messer, leicht zu verstecken. Klar, man könnte jemanden auch mit der Spitzhacke angreifen, aber so etwas bekommen die Leute meist mit. Habt ihr ein Problem mit einem anderen Gefangenen? Besorgt euch ein Messer. Wie ich höre, hat Griswar noch eins übrig. Wenn ihr ihn dazu bringen könnt, sich davon zu trennen? Aha. Ja, gut. Weshalb bist du ein hier? Ein adliger Nord, dem ich gedient hatte, wurde eines Nachts erstochen. Ich war es nicht, aber ich wusste, dass man mir die Schuld dafür geben würde. Also bin ich weggelaufen, habe mich den Abgeschworenen angeschlossen, habe getötet, wurde gefangen. Jetzt bin ich hier. Ja, warum hast du... Das hat er ja gerade gesagt. Ich bin ja nichts anderes. Ja, ja. Eigentlich überflüssig, die Frage. Skoma, was ist das denn? Wo ist Wenn Mardanach? Ihr mich fragt, bedeutet das, ihr seid der neue Lebenslängliche. Pech, mein Freund. Diese Wachen haben euch ganz schön reingelegt. Ich das fürchte, mit Mardanach unterhält sich niemand, der zuvor nicht an der Borkul, der Bestie, vorbeigekommen ist. Und mit Borkul, der Bestie, wollt ihr bestimmt nicht reden. Oh, vielleicht doch. Mal sehen, was er über das Koma erzählt. Flaschen mit Mondzucker. Khajiit benutzen es als Muntermacher. Gut, um sich die Zeit zu vertreiben. Gefangene schmuggeln es rein. Die einzige Währung hier unten. Ja, das war doch ein interessanter Hinweis. Ja, kannst du mal... Sie kommen einmal die Woche, um die Toten rauszuholen, sich das von uns abgebaute Erz zu schnappen und Störenfrieden eine Abreibung zu verpassen. Das ist auch der einzige Tag, an dem wir etwas zu essen bekommen. Und wenn wir nicht genug Erz abgebaut haben, gibt es gar nichts.
Wie nett. Was wolltest du sagen? Obwohl die Bestie, wollte ich nochmal nachfragen. Ja, klar. Mardanachs Wache. Groß. Selbst für einen Ork. Angeblich hat er einem Mann den Arm abgerissen und ihn damit zu Tode geprügelt. Eine wirklich altmodische Methode. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Okay. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet... Aha. Ja, das ist ja schon cool. Die Bestie. Ja, wow. Ganz schön riesig. Guck mal, wie ich aussehe. Bin ich nicht schick? So. Du hast immer noch deine komischen Augen. Ich habe immer noch die komischen Augen. Aber es ist immer dieses Licht, das da reinsteigt. Ja. Na gut, dann werden wir mal mit Borkul. Als ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter Urheile zurückgelassen. Aha. Okay, habe ich schon gespeichert? Aha. Sollte man das auf jeden Fall... Das Fleisch, so weich und zart. So. Wie war es, als ihr das erste Mal getötet habt? Hm? Na ja. Ich bin kein Mörder. Lügner. Ja, also ich glaube... Ich frage ihn erst mal ein bisschen. Mord, Banditentum, Überfall, Diebstahl und Trödelei. Die Wachen brachten mich vor ungefähr 12 Jahren hierher. War damals der Anführer einer feinen Diebesbande. Aber diese Abgeschworenen, sie sind nicht wie die Männer, die ich zusammengebracht hatte. Sie sind echte Mörder. Ja, die bringen alles um, was nicht abgeschworener ist. Na gut. Ihr wollt mit dem Lumpenkönig reden? Na schön. Aber zuerst müsst ihr den Wegzoll bezahlen. Warum besorgt ihr mir nicht eine Klinge? Nicht, dass ich eine bräuchte, aber es ist immer schön, sowas zu haben. Falls ich mich mal rasieren muss. Na gut. Aber erst mal fragen. Ich hab keine. Ja. Dann findet eine. Dieser Misthaufen von Griswar soll ja die ein oder andere angefertigt haben. Aha. Ich würde sagen, wir gehen mal zu ihm, zu Griswar. Ne? Sprich mal mit ein paar Leuten hier. Ja. Dann gehen wir hier mal rum. Gucken uns das Ganze mal an. Silber. Ja, was wohl. Ja, bauen kannst du es. Ja, dazu brauche ich aber erstmal eine Spitzhacke. Da liegt eine. Ja, und da ich liegt glaube, noch eine. Das wäre auch seltsam, wenn hier keine sein würden. Also. Bisschen zum Arbeiten. So. Also her mit dem Silber. Ja. Hey, du hast Augen wie so ein Untot da. Ich weiß auch nicht. Urplötzlich kam das. Ja. Weiß gar nicht mehr, wann das kam. Sehr merkwürdig. Verrückt. Ja. Und es wird immer schlimmer. Ach, finde ich. Anfangs war es nicht so stark. So. Also an Spitzhacken mangelt es hier ja nicht. Natürlich nicht. Wer bist du denn? Wer bist du? Wach. Die anderen Gefangenen werden misstrauisch, wenn wir uns unterhalten. Seid also leise. Okay. Ja, gut. Ich bin ein Abgeschworener. Ein Überfall ging schief und man hat mich geschnappt. Ich wäre gerne mit meinen Leuten für Reach gestorben, aber die Silberblutfamilie braucht Leute für den Erzabbau. Daher bin ich hier. Wie lange bist du schon da? 7 Jahre, glaube ich. Ich weiß nicht, warum ich mir nicht schon selbst den Hals aufgeschlitzt habe, aber irgendwas lässt mich weitermachen. So, also gut. Ist also Duach. Ja. Weil wir schon sonst nichts haben, haben wir wenigstens selber. Wer weiß, wozu es gut ist. Genau. Falsche Taste. Nicht weit. Und mehr ist hier auch nicht. Hier geht's ja wohl auch nicht weiter. Nein. Das
So richtig viele Leute gibt's hier ja eigentlich nicht. Ich dachte, ihr wären mehr. Die meisten sind wohl schon gestorben, verhungert oder was. Tja. Aber es gibt welche. Irgendwo haben. Vielleicht ist es komisch. Und es gibt noch mehr Silber. Nur mach mal ein bisschen. Der Mann mit den stechenden blauen Augen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, eher grün würde ich sagen. Ja, der grün. So, was haben wir hier noch? Hm? Ach, die heißt. Hier geht's auch noch lang. Wer bist denn du denn? Chris war der Unglückliche. Der Jarl hat entschieden, dass ich ein zu großes Problem bin. Hat mich einfach mit den Abgeschworenen hier eingesperrt. Aha. Und warum das bist erste du Mal hier? Wegen Diebstahls. Das zweite Mal wieder Diebstahl. Das dritte Mal Diebstahl. So geht es eigentlich ständig weiter. So. Ein Wiederholungstäter, ja. Zuerst waren es nur 6 Monate, dann ein Jahr, dann 2 Jahre. Jetzt bin ich lebenslänglich hier. Ich brauch mal ein Messer. Ach, ihr wollt euch schützen. Ich kann euch besorgen, was ihr braucht. Vielleicht könnt ihr zuerst etwas für mich tun. Duach hat eine Flasche Skoma, feinster gebrannter Mondzucker. Schon der Gedanke daran macht mich ganz kribbelig. Na gut. Vielen Dank. Ich werde die Klinge für euch bereithalten. Ja, klar. Du willst ihn jetzt irgendwie hier auf den Zug setzen. Unter diesen Bedingungen würde ich aus Koma treten. Ja. Und das nächste Silber. Ist gut, dass die alle nur rumsitzen. Da kann man locker das Silber abbauen. Man muss nicht warten, bis die fertig sind. Ein Saphir war dabei, oh. Okay. Man hat mich hierher geschickt, weil jemand sagte, ich gehöre zu den Abgeschworenen. Aha. Ich bin unschuldig. Die Nord haben mir das angehängt. Ich war nicht mal in der Nähe der Mordwaffe. Aha. Die Wachen sagen, ich hätte jemanden ermordet. Ich habe nur meinen Metrausch im Haus meiner Tante ausgeschlafen. Hat sie nicht davon abgehalten, mich festzunehmen. Ich weiß nicht einmal, wen ich angeblich ermordet haben soll. Tja. Ein paar Jahre? Damals gehörte ich nicht zu den Abgeschworenen. Aber als ich die Gelegenheit hatte, schloss ich mich ihnen an. Das macht alles einfacher. So. Ja. Lebt wohl. Was sollst du machen? Ja. Du musst ja eigentlich nur überleben, obwohl man sich fragt, warum? Wozu? Greift in meiner Gegenwart nicht nach einer Klinge, sonst werden wir es beide bereuen. Hatte ich eigentlich nicht vor. Was wollt ihr? Ich muss weitergraben. Darüber möchte ich nicht reden. Lange genug. Tja, viel mehr sagt er ja wohl nicht. Also gut. Nee. Vorsichtig! Ja, ist gut. Guck mal, der arbeitet. Ja, nicht in Ordnung. Wie soll ich da das Silber abbauen? Ich frage mich, wie es Großmutter Botela wohl geht. Sie ist vermutlich krank vor Sorge. Wer hat mal schon mit dem gesprochen? Wer ist das hier? Ja. Nächster Krieg war. Alles klar. Der Jarl hat entschieden, dass ich ein zu großes Problem bin. Ja. Hat mich einfach mit den Abgeschworenen hier eingesperrt. So. Der Chris war eigentlich der, von dem man das Zimmer holen soll. War Chris war? Ja. Ja. Ich habe mich einmal zu oft schnappen lassen. Jetzt sitze ich lebenslänglich. Von wem sollte man. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Bis zum nächsten Mal. Nee, Druach. Druach oder so ähnlich heißt der Typ. Oder Duaden oder so. Der ist es. Da sitzt du auch irgendwo rum.
Die anderen Geiseln werden misstrauisch. Wenn ich hier rauskomme, töte ich einen Nord. Noch einmal und ich schlitze euch auf. Das Skooma gehört mir. Tja. Bekommt ihr das Zittern? In Ordnung, nehmt es. Mögen die Götter euch beschützen. Gut. Sag ich sehr nett. So. Bis dann. Okay, danke. Ciao. Das wollen wir doch mal festhalten, ne? So, jetzt müssen wir zu Griswa. Ich schwöre, wenn ich jemals hier rauskomme, höre ich mit der Klauerei auf. Wirklich. Ich glaube, das hat schon ein paar Mal gesagt. Ja, hier ist eure Klinge. Versprecht, dass ihr sie niemals gegen mich wenden werdet, ja? Gut, mach ich. Ich werde es nicht gegen dich verwenden. Bis zum nicht nächsten gegen Mal. Dich verwenden. So, also. Das waren alle Leute, die es hier gibt. Jo. Haben wir alles abgeklappert? Als ich erwischt wurde, habe ich meine Tochter Urheile zurückgelassen. Ihr wurde zum Graben verurteilt. Also grabt. Erstmal speichern. Das Gefängnis ist gar nicht so übel. Weniger Beschwerden, wenn ich jemanden umbringe. Könnt ihr den Wegzoll bezahlen? Eine Klinge. Die kriegst du aber nicht. Die brauche ich selbst. Ja, ja, komm. Versuche ich mal zu überreden und es zu machen. Also, du wirst ihn nicht, du wirst ihn kaum verprügeln können. Wir haben vorhin gesehen, wie schwach du eigentlich bist. Na schön. Ihr könnt rein. Stellt dort aber nichts an. Madanach weiß mehr, als ihr glaubt. Na gut. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Kannst du nochmal speichern. Immerhin hat es geklappt mit dem Überreden. Ja. Ja, ja, ich glaube. So nackig. Ein Faustkampf gegen den Typen. Du hattest halt schon mit der Wache spielt. Nee, da war ja so ein Prügelknabe da, so ein Beispiel. Gedungener Schläger. Gegen den konntest du ja kaum stehen. Ja, und das mit der vollen Ausrüstung. Hier braucht man einen Schlüssel. Ja. Aha. Ach, da ist er ja. Hallo. Ah, seht euch nur an. Die Nord haben aus euch eine Bestie gemacht. Eine wilde Bestie, die eingesperrt wird, bis der Wahnsinn von ihr Besitz ergreift. Also, werter Bestienkollege, was wollt ihr? Informationen über die Abgeschworenen? Rache für den Versuch, euch umbringen zu lassen? Wir wollen wieder frei sein. Ich will frei sein. Eure Freiheit, ja. Aber selbst wenn ihr aus der Sidna-Mine entkommen würdet, wäre euer Name immer noch mit all dem Blut besudelt. Ihr gehört jetzt zu uns. Seht ihr das denn nicht? Ein Sklave, den Stiefel der Nord im Nacken. Wenn euch das klar ist, könnte ich euch vielleicht helfen. Und was haben wir? Hä? Ja, gut. Ja. In diesen Minen gibt es einen Mann namens Brake. Neben mir ist er am längsten hier. Sagt ihm, ich schickte euch. Fragt ihn, warum er hier ist. Ich möchte, dass ihr erfahrt, wie sehr Markarth von Ungerechtigkeit durchzogen ist. Gut. Ah, wir quatschen ihn erstmal ein bisschen aus. Ich hatte Markarth bereits. Meine Männer und ich hatten die Nord vertrieben. Der Sieg war unser. Das dachten wir jedenfalls. Die Vergeltung folgte auf dem Fuße. Ich wurde gefangen genommen, rasch vor Gericht gebracht und zum Tode verurteilt. Aber meine Hinrichtung fand nie statt. Tona Silberblut hielt sie auf. Er wollte die Abgeschworenen unter seinem Befehl haben, wollte, dass ich ihre Wut gegen seine Feinde lenke und seine Verbündeten verschone. Und das habe ich getan. Das war zuerst demütigend, aber ich wusste, dass er schließlich in seiner Wachsamkeit nachlassen würde. Dass er darauf vertrauen würde, mich unter Kontrolle zu haben. Ja. Das war unser Land. Ja. Wir waren zuerst hier. Dann kamen die Nord und legten uns in Ketten. Verboten uns, unsere Götter zu verehren. Einige von uns weigerten sich, sich zu beugen. Wir wussten, dass uns die alten Wege wieder zu unserem eigenen Königreich führen konnten. Das sind wir.
die Abgeschworenen, Verbrecher im eigenen Land. Und wir werden in Reach ein Blutvergießen anrichten, bis wir frei sind. Tja, man könnte euch ja besser verstehen, wenn ihr nicht jeden umbringen würdet. Unsere Rache wird kommen. Na gut, dann werden wir mal mit dem Break sprechen. Ja, ich glaube, Break war der ganz hinten. Der ziemlich einsilbig war. Der, ja. Der gearbeitet hat. Ja, genau. Ihr wurde zum Graben verurteilt. Also grabt. Ja. Schon verstanden. Gut, wir hören jetzt aber auf, weil wir die Zeit erreicht haben. Und dann werden wir in der nächsten Folge dann mit Break sprechen. Und mal sehen, ob wir aus dieser Mine entkommen können in irgendeiner Form. Genau. Okay, bis zum nächsten Mal dann. Bis ja. dann. Ciao. Tschüss.